Also wie gesagt, man muss sich hier insgesamt sehr stretchen. Also man hat hier diese grünen Taler, das heißt 8 Fuß ist ganz links, 4 Füße und Zungen hier in der Mitte. Und dann hat man natürlich außen die 16 Füße, das heißt, man ist sehr beschäftigt. Dann sind hier innen die roten Taler fürs Oberwerk, für ganz oben. Wenn man hier spielt, muss man sich auch ganz schön so zusammenklödeln. Und die äußeren roten Taler hier sind für das Rückpositiv, beziehungsweise wir haben ja gar kein Rückpositiv, ist für das erste Manual. Und natürlich die grünen Taler Hauptwerk ist für das Hauptwerk in der Mitte. Aber wenn man koppelt, zieht man hier dieses kleine Ding. Und das geht nur, wenn man nicht spielt. Und hier unten ist das unfassbar breite Pedal. Also wenn man hier C und D, die äußersten Töne hier, ne? Also da muss man nicht nur, es ist nicht nur weit weg, sondern man muss auch ganz schön drücken, damit überhaupt was kommt. Das heißt, man braucht total lange Gliedmaßen wie so eine Kröte, damit man alles so erwischt, sowohl mit Armen als auch mit Beinen. Ja? Aber schön ist, dass man so umrundet ist mit diesen Talern, umrundet mit den Sätzern und sich dann sozusagen hier austoben kann. Dies ist meine Kleidung. Mein Kleid besteht aus Noten. Heute Abend ist hier das Konzert mit mir im Thüringer Orgelsommer und es wird auch aufgenommen. Wir haben heute schon den ganzen Tag aufgenommen und hier ist sie, die herrliche größte Barockorgel Thüringens und dem genialen Orgelbauer Trost. Das ist hier sein Lebenswerk und man hat es ihm nicht leicht gemacht. Im Gegenteil, der Organist hier hat es ihm sehr, sehr schwer gemacht, es zu vollenden, sein Herzblutwerk, was mir so leid tut für ihn, weil es so unfassbar ist, was er hier geschafft hat. Also erst einmal hat er hier, die grünen Taler sind das Hauptwerk. Das Hauptwerk ist in der Mitte. Und hier haben wir eine wunderschöne Trompete, 16 Fuß. Es ist alles sehr weit weg, also wenn man zum Beispiel hier Prinzipal 8 zieht, dann ist der 16 Fuß da drüben. Man kann sich vorstellen, dass man hier immer hier am Stretchen ist. Denn die äußersten roten Taler sind für das Rückpositiv und die inneren Taler sind für oben. Und natürlich haben wir hier diese drei herrlichen Manuale. Verstehe ich ja jetzt nicht. Yeah. Aber es muss doch der sein. Muss der sein.